Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja das Unboxing vom Atlas Air gemacht und dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen was sagen, weil ich habe das jetzt eine ganze Weile benutzt. Ihr seht schon hier die Webseite, weil ich euch da ein bisschen was zeigen will. Das hier ist es. Ich muss mal hier machen, dass ich den Kamera groß sehe. So. Ja. Hier ist denn das Netz. Hier ist denn Reich. Das ist wirklich, wirklich leicht. Hier steht es auch drin. 301 Gramm. Das spürst du wirklich nicht. Überhaupt nicht. Das ist so scheiße leicht. Das ist einfach absolut genial. Ja, Tragekomfort ist auch erste Sahne. Es ist nicht so fest. Also ich habe ja vorher immer das Turtle Beach Steel Dingsbums 700 Dingsbums schieß mich tot gehabt. Hier zeige ich euch mal. Ja, außer im Sommer, weil das dann einfach darunter zu warm ist. Hier löst sich aber auch schon der Stoff hier drin. Ja, hat schöne große. Ja, passe ich mit meinen dicken Ohren gut drin. Da hatte ich am Anfang beim Atlas Air gedacht, dass es da Probleme mit den O-Ringen gibt oder so, weil das ist ja hier rund, ja, und ein bisschen kleiner. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar keine Probleme. Sitzt so schön. Ohren sind auch drin. Auch selbst wenn die O-Ringe wie hier unten rausgucken, es ist leicht. Also es drückt halt nicht so doll zu, dass es irgendwie Schmerzen macht. Ja. Es ist halt auch nicht so dicht wie jetzt das andere Turtle Beach, weil man hört immer noch von der Umgebung ein bisschen was. Also wenn ich hier so klatsche, höre ich das gut. Mit dem anderen ist fast alles dicht. Wenn ich das drauf habe, da höre ich von der Umgebung hier eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ja, aber das ist richtig leicht. Das ist so geil. Und der Sound ist auch richtig, richtig geil. Positiv, ich habe das Mikrofon nicht benutzt. Weil dafür habe ich mein Rode. Ich habe es am Handy gehabt. Ich habe es am Fire TV dran gehabt. Ich habe es jetzt am PC und zocke ja schon eine Weile damit. Also wenn ich zocke, benutze ich es. Da ist so ein USB-Stick mit bei. Habe ich im Unboxing gezeigt. Das Mikrofon kann man an- und abstecken. Ja, und Kabel ist auch mit bei. Positiv anzumerken ist, mit USB-Stick updatebar. Das können auch nicht viele. Bei den meisten Headsets muss man halt, hat auch USB-C-Kabel, muss man den USB-C-Kabel anmachen und dann am PC und kann es dann updaten. Ist hier anders. Hier kannst du selbst über die Wireless-Verbindung oder Bluetooth, ich weiß nicht, Verbindung von Headset zum Stick, kann man das updaten. Das ist schon mal sehr positiv. Und hier will ich euch dann mal ein bisschen was zeigen. Ich werde euch die Seite verlinken. Ja, hier sind dann so ein paar spezifische Sachen. 2,4 GHz, Band, Bluetooth, 32 kHz, abnehmbares Mikrofon, 40 mm Treiber und so. Ja, hier habt ihr dann noch ein paar Bilder. Eins von den großen Dingern hier an der Seite, also das ist nicht nur ziert, das ist auch gleichzeitig die Laut- und Leise-Taste. Ja, also auf der anderen Seite ist fest. Ja, hier haben wir Laut und Leise. Unten haben wir dann noch Anschalten und ich muss mal gucken, dass ich den Finger dahin halte. Und da haben wir dann auch noch Leuchte und so. Seht ihr jetzt bestimmt ganz schlecht. Aber da sind dann halt drei Knöpfe. Bluetooth-Knopf an und aus. Und der dritte, der in der Mitte, der weiß ich gar nicht, für was das ist. Den habe ich auch noch nie benutzt. Ich bin immer noch ein bisschen am Testen, aber ich wollte halt schon mein Fazit mal so bringen, weil es einfach geil ist. So, ja, könnt ihr euch dann auch ein Video angucken von Turtle Beach. Hier ist dann oben ein bisschen was zu erklärt. Kann man dann auch alles anmachen. Quick-Swiss-Technologie wechselt einfach zwischen 2,4 GHz Band- und Bluetooth-Verbindung durch Drücken auf... Achso, der zweite Knopf ist dann halt dafür, dass man halt zwischen dem 2,4 GHz Band, also was jetzt zwischen dem Stick und dem Headset ist, und Bluetooth, wenn man es jetzt am Handy anschließt oder so, dass man da jederzeit wechseln kann. So. Und dann haben wir hier,
Könnt ihr euch dann alle dazu lesen. Ich hab auch da so einen Popschutz mit bei, den Heiko drauf, aber ich habe das Mikrofon noch nicht benutzt. So, aber wo wir hinwollen, hier haben wir dann noch die Information, Kompatibilität, das wusste ich nämlich gar nicht. PC ist klar, ja, USB 2.0 oder höher, PS5, PS4, Bluetooth-fähige Mobilgeräte, Xbox Series X und S, kabelgebunden, Xbox One, kabelgebunden. Also da geht es dann halt nicht mit diesem USB-Stick, da müsst ihr dann den Kabel anschließen, der mit bei ist, also den USB-C auf USB-A-Kabel. Habe ich aber auch noch nicht versucht, weil ich habe es jetzt immer nur hier dran gehabt oder halt per Bluetooth an Fire TV oder Handy. Spezifikationen, hier haben wir dann noch die Spezifikationen, kabelgebunden, 5,3 mm, ach nee, da war ja auch ein Klinkekabel mit bei, kann sein, dass du den Klinkekabel meinst, ja, dass man es so an Controller dann anschließen kann. 3,5 mm Verbindung PC, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox Series X und S, Xbox One und Mobilgeräte, also mit dem Klinkenkabel. So, Bluetooth, iOS, Android, PC, Nintendo Switch und andere Bluetooth-fähige Geräte. PS5 denke ich eher nicht, da ist der Bluetooth eingeschränkt. Da haben ja nicht mal die älteren Headsets funktioniert. Ne? Kabellos, Sender, PC, PlayStation, Konsolen, also da meinen sie dann 4 und 5 und Nintendo Switch. Also da kann man auch mit diesem Adapter machen. Mikrofon, ja, das ist alles jetzt gerade uninteressant für uns. Lieferumfang, ja, da ist dann halt das Atlas, Gaming-Headset mit bei, kabelloser Sender, abnehmbares Mikrofon, 1,8 Meter langes USB-A zu USB-C-Kabel zum Laden oder halt am PC benutzen. Audio-Kabel, 1,8 Meter, 3,5 mm Klinke, Tragetasche und Schnellstartanleitung. Funktionen, hier haben wir dann nochmal die Funktionen. Und hier haben wir dann nochmal Download. Wenn ihr auf Download klickt, kommt ihr denn hier hin. Dann nimmt ihr denn hier unten das Atlas R. Und dann habt ihr hier Swarm 2. Habe ich auch schon installiert. 23.10. Also vor etwa 5 Tagen kam das letzte Update. Version 1.0.0.15. Ja, und hier könnt ihr dann auch sehen, wann die verschiedenen Updates kamen. 26.08., 3.09., 16.09., 9.10. und 23.10. So, und dann haben wir dann hier noch für Mobilgeräte. Da könnt ihr dann halt drauf drücken, um zur iOS-App zu kommen. Ja. Komischerweise für Google ist hier gar kein Ding drin, warum auch immer. Hätte man ja auch mal einen Google-Link mit drin packen können. So. Versionshinweise, Atlas RHZ. So, ich habe es aber auch schon installiert. Wir gehen mal hier rauf. So. Da ist es. Atlas R. So. Die Schrift ist hier ziemlich klein, da müsste ich dann halt Rechtsklick und dann Eigenschaften und dann halt umstellen. Das ist funktioniert bei mir nicht regelmäßig, damit der das dann halt in einer größeren Auflösung macht. Also müssen wir jetzt erstmal damit klarkommen. So. Makromanager, da kann man dann halt Makrotasten belegen. Und hier hat man auch schon bestimmte Spiele vorgelegt. Ja. Quick Save, dann kann man hier da die Makrotasten. Brauche ich nicht. Ich habe es nur am PC und zocke über PlayStation und stream das. Und da ist das für mich dann eher uninteressant mit den Makrotasten. Aber für viele weiß ich, dass das sehr wichtig ist. So, dann haben wir automatisch Download, habe ich abgeschalten.
Also das automatisch Update macht, wenn er möchte, ich das machen, guckt er halt regelmäßig nach. Nicht, dass er das halt mal macht, so während des Zockens und dann auf immer plupp. Habe ich schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Achso, wir können ja hier mal auf Deutsch einstellen. Nach dem Update hat er das nämlich zurückgestellt. Ich habe ja nicht nur das Handy geupdatet, auch die Software hatte vor kurzem ein Update. Also dann startest du und dann sagt er, hey, ist ein Update verfügbar. Dann macht er das Update. Und dann startet er die Software neu. Manchmal muss er auch einen Neustart haben. Also beim letzten Mal war es jedenfalls wichtig, dass er einen Neustart macht. Und dann, wenn ihr dann wieder hier drin seid, dann seht ihr hier euer Atlas. Und wichtig ist, dass es dann an ist. Ich mach's mal an. So, Wireless Mode. So, hier oben steht jetzt Vorbereitung läuft. Hier einen Haken. So. Zack. Und da seht ihr dann hier den Akkustand und die Empfangsqualität. Ist jetzt bei mir sehr gut, weil der ist ja genau hier unten. Aber wie gesagt, ihr könnt die. Bei mir ist es jetzt nur so, wenn ihr da Probleme habt, Rechtsklick, Eigenschaften. Wo waren das jetzt wieder? Moment. Ich habe jetzt mal geguckt. Wenn ich das umstelle, kann sein, dass er jetzt einen Neustart braucht. Dass es daran liegt, normalerweise bei Programmen, die nicht kompatibel sind oder nicht richtig dargestellt werden, zieht das euch das einfach auf den Desktop. Das reicht komplett aus. Eigenschaften, Kompatibilität. Ah, jetzt habe ich ja hier das noch drin, das kann raus. So, dann geht er auf DPI, macht hier Beta Haken. Ich mache immer, wenn ich das Programm öffne, und hier reicht das eigentlich, wenn eine Anwendung drin lasst. Okay, übernehmen. Okay, schließen. Ich führe mal als Administrator aus. Und dann sollte das eigentlich hier ein bisschen größer dargestellt sein. Klappt jetzt hier gerade nicht. Mal gucken, wie es nach dem Neustart ist. So, Einstellungen. Haben wir Sprache. App-Einstellungen. Da ist mir alles auch ein bisschen zu klein. Ich habe das aber nie irgendwie groß verändert. So. Dann haben wir hier das Atlas. Falls ihr noch andere Geräte habt, also Gerätemanager heißt das, wenn ihr noch andere Turtle Beach Geräte habt, die mit der Software, also mit Swarm 2 kompatibel sind, dann würden die da auftauchen. Für mein anderes Turtle Beach habe ich ja, so, das Atlas müsste ich ja auch mal an Start anheften. Seite Programme. So, und dann kommt das halt. Das andere gar nicht, wieso ist das nicht mehr da? Ist ja auch kurios. So. Ach, ich hasse das. Das hin und her manchmal. So, eigentlich habe ich Turtle Beach. Habe ich so eine andere Software gehabt? Kurios. Also mal gucken, ob das kompatibel ist, weil das habe ich, darauf habe ich noch gar nicht geachtet, weil mein anderes Turtle Beach habe ich ja seitdem auch nicht mehr benutzt. Können wir jetzt mal live testen, und dann war eigentlich immer eine andere Software dafür da. Um es zu updaten. Da Headset Pair. Ja, taucht hier nicht auf.
können nochmal extra drauf gehen. Nee. Dafür hatte ich eigentlich, und es war eigentlich hier mit bei, so ein anderes Turtle Beach Programm. Moment. So. Ich habe jetzt nochmal das installiert. Das nennt sich bei dem anderen Audio Hub. Und seht ihr, ich habe am roten Kabel, am USB-Kabel, weil der hat vorher kein Update gemacht. So. Und da sind wir auf 1.1.9 beim Transmitter und beim Headset sind wir bei 2.0.6. Und sonst haben wir hier eigentlich nichts, was wir machen können. Die eigentliche Software hast du denn bei dem Headset, bei dem älteren, auf dem Handy, wo du Sound und was weiß ich einstellen kannst. Was ich sehr schade finde. Was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Wir haben hier eine Software zum Aktualisieren. Ja? Ich warte schon mal. So sieht es denn aus, wenn er denn. So. Ist up to date, also können wir es abmachen. Ja? Und ihr seht ja, der Transmitter ist ja immer noch dran und es funktioniert halt nicht. Ja? Wir sehen halt vom Transmitter, wir können hier kein Restore, wir können kein Abtritt drücken, gar nichts. Ja, das ist halt ja, Nachteil. Machen wir das erstmal aus. Ah, jetzt habe ich Bluetooth. So, ausmachen. Und beim Atlas, wie gesagt, da funktioniert das alles, ohne dass ihr ein Kabel am PC machen müsst. Wegen Update. Einfach gucken. Zack, bumm, Transmitter wird updated. Headset könnt ihr darüber updaten. Habe ich alles gemacht. Ich habe den also beim letzten Mal hat er ein Transmitter-Update gemacht und ein Headset-Update und ein Software-Update. Na, also hat alle. Nee, beim vorletzten Mal. Beim letzten Mal hat er nur Headset und Software updated. Und es funktioniert. So. Das ist halt ein bisschen Start. Ja, weil ich neu installiert habe, also Update. Und dann könnt ihr dann halt hier so, ja, ich zeige euch das nochmal. Ihr geht dann einfach hier oben auf die Icons. Oder halt aufs Headset. Ich bin immer auf die Icons gegangen. So, und dann könnt ihr hier Mikrofon stumm schalten, die Empfindlichkeit, Noise Gate, Audio Gesamtlautstärke. Ja, könnt ihr damit könnt ihr einstellen. Superhuman. Oh Gott, ey, das ist so klein geschrieben. So, machen wir mal auf Mittel. Muss ich mal testen, wie es dann besser aussieht. Spielchat habe ich Balance. Chat boosten. Wave 3D. Na, Chat brauchen wir nicht. Na doch, machen wir mal gucken, ob es denn besser ist. So. Mit hoher Bandbreite. Dann können wir dann halt hier. Wo ist es denn jetzt? Da oben. Pegel. Weiter. Da können wir dann halt hier auch noch auf eine höhere Bandbreite machen. Aber mir reichen also die Standardeinstellungen bis jetzt ganz gut aus. Ja. Dann haben wir hier auch verschiedene Profile, die ihr einstellen könnt. Aber wir haben halt, was halt ein Nachteil ist, oder doch, sieht man das? Warte mal, ich habe jetzt grün. Machen wir mal lila. Nee, hier leuchtet es immer noch grün.
Da wäre halt schön, dass man da ein Blinklicht hätte für das Profil. Aber das ist halt, dass es halt aufgeladen ist. Aber das wäre halt schön. Ja. Und wenn man gelb hat, dann, also ein gelbes Profil, dass man da dann halt ein gelbes Blinklicht hätte. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wirklich auf einem hohen Niveau. Hier kommen wir dann, wie gesagt, dann zu den Windows-Einstellungen noch das alte Windows-Fenster, wo ihr das noch einstellen könnt. Ja. So. Können wir aber auch wieder zurück oder wartet mal, wir gehen nochmal rauf. Haben wir hier Headset. Dann haben wir hier auch noch, also das ist für die Balanceeinstellung für Kopfhörer an sich und Balanceeinstellung für Mikrofon haben wir auch. Ihr habt doch hier schon vorgefertigte Sachen. Höhen und Bass boosten und das lasse ich mal drinnen auch. So, dann haben wir hier. Das ist nämlich. War das neu? Nee, was war denn da neu drin gekommen? Ich glaube, das. Ich weiß es jetzt gar nicht. So, dann haben wir die LED-Helligkeit, wenn wir die jetzt hier runter machen. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. So, und das machen wir mal volle Pulle. Keine Auswirkung, vielleicht muss man es erst. Ach so, das ist die Sender-ID, Helligkeit. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich habe mich verguckt. Auf Mitte. Das ist die LED von dem Sender da unten, der halt das Headset aufnimmt. Jetzt will ich auch gleich nochmal gucken, wenn ich hier. Profil ist rot immer noch, weil ich gerne in der Software bin. Machen wir Software kurz zu. Ist immer noch rot. Also ich weiß, dass es beim Benutzen grün ist. So, dann haben wir hier, was haben wir denn noch? Energiemanagement. Kann man dann halt auch, wenn es sich abschaltet. Ich mach mal, ich hatte, das hatte ich eigentlich runtergesetzt. 10 Minuten, nee, 20 Minuten. Sprachausgabe, Level, ja, das habe ich alles hoch. Akkustand 88%. Und ich habe es noch nicht einmal geladen jetzt. Ich habe es geladen, wo ich, nachdem ich das halt für Handy benutzt hatte und für Fire TV benutzt habe und direkt am Fernseher dran hatte und so, da habe ich es dann geladen. Und seitdem nutze ich das jetzt. Oh Gott, warte mal, lass mich überlegen, wie viele Sessions habe ich denn jetzt schon gemacht? Glaube ich, 3 oder 4, sagen wir auf roundabout 15 Stunden. Warte mal, ich guck mal nach. Also kann ich ja nicht, muss ich erstmal hingucken, welche Headset ich da trage. Obwohl, warte mal, das sehe ich doch. Wenn ich hier bei YouTube hingucke, auf meinem Profil, mein Kanal, live, so, dann so. Hier bin ich bei 5 Stunden 20 und benutze das. Da müssen wir mal gucken. Schreiben wir mal 5 Stunden 20. Na gut, 25 sind es. 5 Stunden 25. Level auch nicht. Da habe ich es auch, das sind 3 Stunden 26. 3 Stunden 26.
Lithaus drin. Da habe ich es auch. Sind 4 Stunden 25. 4 Stunden 25. So. Anfang benutzt, oder? Ja, da hat die alte Klasse herstellen muss. So, gucken wir hier nochmal rein. Ne, da habe ich das alte benutzt. Gut. Also ich habe es jetzt dreimal... Ach ne, ein Stream ist ja offline. Ja, keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal nur das. So. 25 und 25 sind 50 Minuten. 60, bleiben wir bei 16. Und 1 im Sinn. Das sind 5. Machen wir mal so. 5 und 4 sind 9. Plus 1 sind 10. Plus 3 sind 13. So, ich habe es jetzt so etwa runden wir mal auf 13 Stunden und 20 Minuten benutzt. Und bin jetzt bei einem Akkustand von 69% oder sowas. 68%. Es ist echt, also das ist das Einzige, was mich nervt, dass das halt hier so in der Software halt so clean ist. Also dass du da hier nicht siehst. Bildschirmlupe. So, machen wir einfach Bildschirmlupe. 69% sind wir. Jetzt ist aber gerade beim Plattformmodus PC und wir sind verbunden. Wenn wir natürlich an der PlayStation hätten, würde hier PlayStation stehen. Sender USB. Also gut, dann würden wir das ja nicht sehen. Wir hätten den Stick ja praktisch dann an der PlayStation. Oh, Bildschirmlupe. Schließen. So. Jetzt hat er sich automatisch abgemeldet, weil logischerweise, ich habe ja eingestellt, dass nach 10 Minuten oder 20 Minuten dann halt nichts mehr passieren soll. So. Aber das würde ich sagen, das war dann auch erstmal. Ich hatte auch eigentlich bei den Audio-Einstellungen was gemacht, aber ich hatte halt jetzt nochmal ein Update. Und da wartet dann jetzt alles wieder auf 0 und das habe ich ja nicht nachgeguckt, ob da alles auf 0 ist oder ob ich wieder was einstellen muss. Muss ich auch sagen. Aber ich bin mega zufrieden mit dem Headset. A, es ist scheiße leicht, du spürst das nicht auf dem Kopf, du spürst es auch nicht an den Ohren, du hast keinen Druck drauf. Positiv ist, du hörst dich selber noch und die Umgebung. Das ist, wenn Frauchen mal hier kommt und nicht, dass ich wieder halt einen halben Herzkasper kriege, beziehungsweise ich höre mich selber, wie laut ich beim Fluchen bin. Das ist gut für die Nachbarn, die müssen dann nicht extra klingeln oder klopfen und sagen, ich bin wieder zu laut. Das ist sehr positiv. Die Software ist gut. Außer halt, dass sie zu klein dargestellt wird. Was du einstellen kannst, ist gut. Die Soundqualität ist sehr gut. Mikrofon habe ich nicht getestet. Weil bin ich noch nicht zu gekommen und hatte auch gar kein, ehrlich gesagt, bis jetzt auch kein Interesse, weil ich habe das jetzt immer benutzt und war halt nicht die Zeit, dass ich das jetzt noch das Mikrofon teste. Und abends ist es einfach. Du hast das auf, du spürst das nicht.
Also ihr müsst euch das vorstellen, andere Headsets, ihr setzt euch euer Headset auf. Oh. Bei vielen ist es erstmal, sind die Ohrmuscheln zu klein. Oder so, dass die dann halt drücken. Ich habe ja hier unten drei Ohrringe und hier drei Ohrringe und so, dass die dann halt so drücken und dann hat man drücken sie die Ohrringe hier drin und dann ist es ein sehr unangenehmes Gefühl. Ist bei diesem nicht. Die Ohren sind fast drinne und es ist total leicht. Also es drückt ein bisschen ran, logischerweise, aber es drückt halt nicht zu, damit er halt Schmerzen kriegst, wie bei meinem anderen Turtle Beach, bei dem 700er, da musste ich dann immer eine ganze Weile so biegen oder dann so halten, damit es dann irgendwann mal nicht so fest drauf ist, weil ich habe Kopfschmerzen gekriegt. Dadurch, ohne Brille selbst Kopfschmerzen gekriegt. Das hat nichts mit der Brille zu tun, dass das hier reingedrückt hat. Nee, von dem Headset alleine habe ich Kopfschmerzen bekommen. So, hier ist es egal, ich kann die Brille ab und aufsetzen. Ja? Seht ihr das? Einfach, ganz einfach. Die Soundqualität, wie gesagt, ist geil. Der Tragekomfort ist geil. Die Leichtigkeit ist geil. Du spürst das nicht. Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch am Handy gehabt und auf dem Fire TV und habe dann Spotify und habe es dann beim Wohnung putzen aufgehabt. Du spürst das nicht. Saugst dann durch, wischst dann durch oder machst Abwasch oder räumst einen Abwasch aus oder was weiß ich, machst die Wanne, hast das Headset, du spürst das nicht. Du hast einen schönen Klang vom Sound, von deiner Musik. Hast du die Playlist, die du gerade aufgemacht hast und du spürst es nicht. Es ist exzellent. Also ich kann nur Doppeldaumen hoch und sagen, dass es absolut geniales Headset ist. Und mega Spaß macht, damit zu zocken. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.